Hallo und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Genau. Du bist ja auch noch. Ohne Ja, gut. Luigi, nur mit Luigi. Er frisst gerade. Oh, ja, Servus. Aua! Oh, wer bist du denn? Das Polterkätzchen ist irgendwie durch den Boden nach unten verschwunden. Vielleicht solltest du dich eine Etage unter dieser umsehen, Luigi. Das wollte ich gerade, aber er hat mich ja unterbrochen mitten im Kampf. Sehr witzig, dass er plötzlich reinredet. Jetzt erst, weißt du. Vor allem, ich war ja gerade bei ihm, weil ich mir kurz unseren Stand anschauen wollte. Weißt du, was er irgendwie... Weißt du, damals musste man immer wieder zurück, um die Geister abzugehen, die man gefangen hat. Oh. Aber das ist ja jetzt irgendwie überhaupt nicht notwendig. Ja, du hast WLAN. Ja, genau. Oder ich meine, es scheint, also vielleicht hat der Dreckweg auch einfach unendlich Speicher und der gibt sie genau dann ab, wenn ich in die Galerie schaue, weil, naja, dann tut er nämlich genau das Ding an. Dingensen mit seinem. Ja, ich meine, ist nicht unmöglich.
Ende. So. Jetzt bist du auch fertig, oder? Ja. Wir müssen da rein, da hab ich die Katze rein. Fußabdruck gesehen. Ja, ich hab's gemerkt. Oh. Okay. Ja. Ah, ich habe eine andere Idee. Warte. Die versteckt sich ja jetzt immer wieder da drin, wir saugen die weg. Kann sich nicht in die verstecken, wenn die nicht mal da sind. Ja. Oh, okay, haben wir schon. Was? Hä? Wo kam das jetzt daraus? Unerwartet. Aber das hatten wir ja schon, oder nicht? Achso, das ist der, den wir schon. Oder ist das jetzt ein neues? Nee, jetzt fehlt nach wie vor einer. Achso, ich dachte schon. Okay, ich glaube, sie hat sich wieder hier drin versteckt. Ja, wo gehst du jetzt hin, hä? Okay. Nicht bewegen, stehen bleiben. Ah, mein Gott, Mann. Geht irgendwie ein bisschen komisch um einen rum. Dein Charakter wirkt sehr verängstigt aus. Ah, okay. So macht's mehr Sinn. So ist sie weiter weg von allem. Aber glaube ich, ein bisschen zu früh. Jetzt hör auf damit, das bringt so nichts. Genau. Drei. Und der letzte. Nein. Aber sie hat immer noch wieder ein Stück verloren. Ein Schwanz weniger. Jetzt hast du nur noch einen, nicht mehr drei. Mhm. Die hat quasi drei Leben. Oh. Zum Glück nicht sie. Ja, denke ich mir auch so. Der Scheiß ernst. Na gut. Dann latschen wir weiter hoch. Yep. Ziehst du auch weiter? Kannst du nicht weiterziehen? Okay. Das war ein schräger Gegner. Weil der war lebendig. Ach, zumindest mal einen neuen. Lebendig. Geister. Wie lebendig sind denn Geister? Ja, ich sehe sie, okay. Katzen mögen kein Wasser! Ja, die meisten nicht. Die Melone muss weg, dann ist. Anscheinend. Hilf mir mal. Weiß nicht, ob das was ist, aber. Natürlich, das haben wir letztes Mal auch so gemacht. Die anderen sind auch kaputt. Sehr gut. Okay.
gleiches Spiel. Okay, das ist einfach in Ruhe warten. Fällt immer wieder auf denselben Trick rein. Ist nicht die schlauste Katze. Jetzt hat's aber gar keinen Spaß mehr. Okay, sie lebt noch, aber wir haben zumindest unser Item bekommen. Ja, das ist ja auch der Endboss. Kannst du jetzt nicht schon besiegen? Die Katze ist doch nicht der Endboss. Doch, das ist schon König Buhu. Also dann. Ja, gut. Tschüss. Jetzt müssen wir zum Aufzug, oder nicht? Ja. Kürzester Weg nach unten. Da lang, oder? Ja, genau. Naja, wir gehen halt hoch, aber... Ja, hoch ist der kürzeste Weg nach unten. Wenn du... wenn wir rutschen können. Hoch ist der kürzeste Weg nach unten. Ich bin mir zu 100%... Achso, okay. Ich dachte gerade, du hättest es, aber... Nee, ich hatte es. Ich bin an deinem Rucksack. Ja. Da kannst du ruhig sein. Ach so, das stimmt, das ging erst an euch. Ja. Wow, wee. Good job. Haha. Dum 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 dum. Wow. Der Geist wieder da. Man, anscheinend nicht. Ja. Skip. Kann ich nicht, da steht nichts von Skip. Ansonsten lass Luigi doch die Schlange runterrutschen, die. Ja, was kommt. Wo ist der Aufzug, junger Mann? Aber dieses Mal wirklich ein Stockwerk freigeschalten. Wieder rein. Oh yeah. Dieses Mal bleibt das Ding auch drin. Sieht so aus. So, wollen wir mal auf Bujagd gehen? Okay. Hier haben wir ja einen Bu gefangen und hier haben wir ja auch alle anderen Dinge eingesammelt. Yep. In der Lobby haben wir alles eingesammelt, aber eben keinen Bu. Wenn tatsächlich selbst in dem kleinen... Ja gut, so klein ist das Gebiet nicht. Theoretisch. Du hast doch gesagt, überall außer Stock 15 oder so, oder? Ja, wenn ich mich da so schnell nicht verlesen habe. Spoiler. Alter, Hilfe! Ihr werdet geblitzdingst. In Matrix. Oh ja, ich hab Vibration. Du hast Vibration? Okay, dann sag an, wo? Da lang? Durch die Tür? Es ist nicht 100% sicher, das ist nämlich nicht unter... Außerdem ist das nicht schon untergeschossen. Also, nee, hier ist gar nichts mehr. Okay, ja, keine Ahnung, wir sind in die Richtung gelaufen. Ich muss an alle Sachen ran. Ja, du musst dahin, wo es stärker wird. Wo wird's denn stärker? Hm.
Oh, wird stärker. Da hinten. Was meint denn da buchstabieren? Ich bin verwirrt. Ich bin buchstabier mit mir kannst du nicht mithalten. Soll ich das jetzt so vor. ICHBIS? Okay, es heißt, er versteckt sich jetzt woanders. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nützt nichts. So. Sag an, ich spür nix. Ja, es ist halt leider. Wo spürst du? Nicht so gigantisch. Es wird immer stärker, umso näher du rankommst. Normalerweise, außer es funktioniert nicht richtig, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, es kann sein, du hast kein HD-Rumble, oder? Also könnte sein, dass es vielleicht nicht so genau machen kann. Keine Ahnung. Sag, wo ist stärker? Oh, wow. Wo ist stärker? Irgendwas merke ich hier gerade. Hast du stärker gespürt? Ja. Hier in der Richtung irgendwo. Ist hier denn irgendwas? Beim Aufzug. Ja. Sag doch, wo du spürst! Ja, es muss ja ein Item sein, das man anklicken kann. Ja, aber du wirst das doch spüren! Das wirst du doch spüren! Ja, aber hier ist kein Item zum Anklicken, also kannst du nicht hier oben sein. Ja, aber du spürst das doch! Ja! Es muss direkt hier drunter sein. Hier drunter, okay. Ja, hier ist ja kein Item zum Anklicken, du weißt ja, wie es funktioniert. Das ist ja, aber du spürst es, Mann! Wenn du vor dem Item stehst, muss das Ding total ausrasten, Wurst! Kann man hier X drücken? Keine Ahnung, willst du Mülleimer hier? Ansonsten den muss den er wohl in diesem Mülleimer sein. Ja, ich behaupte mal, er ist hier. Hab ihn. Ah, ja. Na, hast du Angst? Ach, da! Perfekt! Zieh ihn! Okay, du hast ihn. Hau ihn mal kaputt. Drück! Der ist richtig schnell. Halbzeit. Okay, gönn ihn dir. 10-mal schaffst du schon. Ganz gut. Ja, siehst du mal, das war gar nicht so schwer. Der Buchstabier. Und es gibt hier keine 2 wegen 2 Etagen, oder? Nö. Nicht, okay. Das sollte jedenfalls nicht so sein. Dann. Was? 1, 2, 3. Achso, okay. Schauen wir mal, was hat hier gut ist. Funktioniert. Der Jagd nach dem Bös. Achtung. Blitz. Oh, wir sind hier. Wie weit weg? Oh. Ja, aber egal, das ist die zweite Etage. Wir müssen da jetzt irgendwo reinlaufen. Okay, gut, wenn das. Ich spüre hier noch gar nichts, so viel kann ich dir sagen. Okay, dann gehen wir einfach mal. Ich habe immer noch nichts. Okay, das. Ah, okay, jetzt geht's los. Es wird stärker? Okay, hier lang oder da lang? Nein, rechts ist es, glaube ich, nicht. Also hier nach vorne? Das ist relativ schwach. Oder da lang? Also gehen wir erstmal vorne rein. Okay. Aber echt nur sehr selten. Der Takt ist noch sehr niedrig. Also jetzt habe ich gar nichts mehr. Dann war das die falsche Tür. Ja. Weil es heißt ja, du spürst es einen Raum davor und der Raum hat dann andere Musik, wo wir reingehen. Wenn wir im richtigen sind, achso, ja. Na gut. Was meinst du? Die Tür oder die da drüben? Den linken zuerst. Die hier, okay. Ist kein Unterschied. Wie sieht's mit deinem Spüren aus? Gar nichts mehr. Okay, muss dann war also das falsch. Sein. Bisschen doof, dass du nicht tellen kannst, welche Tür es ist. Also eine von den beiden hier. Das kann doch nicht ernsthaft in einem dieser kleinen Klos sein. Doch schon. Na gut. Macht es leichter, weil wenn ich. Ja, das ist ja die Musik. Das klingt auf jeden Fall anders. Mach mal die Tür auf. Oh, da bestimmt wieder, die vibriert sogar. Nein, das ist er wohl nicht. Mach mal die ganz links auf. Okay, wer ist das? Ich glaube, den hatten wir schon mal. Ich glaube schon.
Oder das ist ja auch nur ein. Genau. Einer, den wir schon hatten. Können wir nochmal nachsehen, dass wir alle haben. In dem Klo ist er. In dem? Ja, dann mach auf. Ich kann nichts drücken. Oh, er war da links. Auch gut. Das ist der Luigi. Die Nummer 1. Das heißt, du bist nur die Nummer 2, wenn überhaupt. Na gut, wir haben ihn also nicht erwischt. Jetzt ist er weg. Raus. Wie weg? Ist er nicht mehr in dem Raum? Nein. Wir müssen das richtige Objekt anfassen. Spürst du also gar nichts mehr? Nein. Ist in einer ganz anderen Ecke jetzt. Okay. Dann sag, wenn du wieder was spürst. Kontrollieren wir kurz oben. Wenn ich ihn da spüre, muss er ja in der Küche sein, weil hier im Treppenhaus, also in dem Gang hier ist. Nein. Nö, nö. Dann kann er auch nicht im Raum danach sein. Der Logik nach. Wenn man es immer schon einen Raum vorher spürt. Dann müssen wir eigentlich nach links gehen, oder? Hier, hier. Ich frage mich eigentlich, ob hier unendlich Geister spawnen. Geldfarm. Im ersten Luigi's Mansion war das nicht der Fall, dass es so endlich Geister gibt. Die droppen ja nichts. Aber im zweiten Tag konnte man die Level natürlich immer wieder neu spielen, also gab es da quasi einen. Also ich spüre hier was. Wir sind also wieder langsam in Richtung. Okay, hier drinnen. Ja, okay, Musik passt schon mal. Dann okay. Klick nichts an. Dann sag mir wo. Ja, ich muss das richtige. Ich muss es spüren. Es kommt mir jetzt eigentlich schon sehr verdächtig vor hier links. Ah, okay, ich glaube. Es ist ein bisschen. Es ist schwer. Kannst du nicht einschätzen, welcher? Nicht wirklich, ne? Die komplette Ecke hier ist. Also, wenn du weggehst, dann spüre ich es auch nur so. Okay. Hast du die Vibration jetzt? Weil ich bin deaktiviert. Genau, ich hab's. Ja. Dann guck mal, ob dir irgendwie ein Unterschied auffällt. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal jagen. Aber dass man da überall X klicken kann, ist halt doof. So viel Auswahl ist auch nicht schön. Ich glaube, der hier, das spürt sich fairer an. Ja gut, von der Animation am Rucksack her. Es spürt sich auch hier dran schwerer an, also ich weiß nicht. Mein Rumble ist ja HD. Kann auch sein, dass es daran liegt, dass es sichtbar ist. Ja, ich meine, mein PS4-Controller das ist nicht das sagt das Gleiche, kann das sein? Ich bin Luigi, die Nummer 1. Zumindest habe ich den mit Abstand schönsten Namen. Ah ja, okay. Da ist er! Gönn ich dir! Jetzt sieht man ja im Spiegel. Das ist ja witzig. Jetzt. Ja, okay. Anscheinend geht immer noch exakt 10. Also immer 2 Vorgänge. Okay, noch ein Buch abgeschlossen. Damit haben wir 3 Etagen komplett geklärt. Ja. Keine Buhs, keine Juwelen mehr. Gehen wir jetzt in Etage 4. Oder. Ne, Etage 3 wäre das dann, weil das andere war ja das Untergeschoss-Ding. Ja. Und das Erdgeschoss heißt die Etage 1, weil die nicht nach dem deutschen System gehen. Die Säcke. Aber mal so eine Frage, ist Deutschland das einzige, was Erdgeschoss hat, oder? Nein. Ein paar unserer Nachbarländer haben sowas auch. Ja, aber ich meine Japan. Keine Ahnung. Ja, gut. Bisschen spin me wide round. Okay, ich spür schon was. Wir fehlen uns Juwelen und du spürst schon was. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Oder? Keine Ahnung. Nee, wieso? Kann man werden auch den. Sag an, welche Richtung spürst du denn, oder? Sehr minimal ist. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich mehr. Wird es dann stärker, wenn wir hier in die Richtung gehen, oder?
Ah, probieren wir mal den Raum. Mehr gibt's ja hier in der Ecke nicht. Vielleicht ist es der. Ja, klingt gut. Okay. Klingt gut, ja. Wie sieht's mit deinem Spüren aus? Er könnte rein theoretisch auch im Nachbarraum sein. Das ist theoretisch auch möglich. Weil die ja verbunden sind. Okay. So, dann muss ich's ja machen. Ja, keine Ahnung. Ja, du kannst ja hier nicht rüber. Ich weiß es nicht, wo er ist. Ah, okay. Also hier ist er nicht. Es ist viel schwächer. Dann such du mal hier im rechten Raum. Entweder eines der beiden Klos oder das Waschbecken. Aber ich hätte jetzt das mittlere Klo genommen, aber ich bin nicht ganz sicher. Könntest du recht haben. Aber nee, das ist auch nicht stärker. Ich weiß nicht, das rechte. Mal müssen wir ihn halt nochmal suchen. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Das ist schwächer. Ist ja immer wieder das gleiche Spiel. Der kann ja unmöglich unter uns sein. Könntest du mal runtergehen und gucken, ob da unten, ne, irgendwas ist, was man anklicken kann. Weil es kommt plötzlich nicht so stark an, wie es davor angefühlt hatte. Da kannst du ist das Ventil da ansprechbar? Nein. Nicht. Also ich bin fürs rechte Klo, wenn ich hier unten bin. Aber ja, ist kein Wahnsinnsunterschied. Schwer zu sagen. Rechts oder Mitte, suchst du aus. Wird schon irgendwo sein. Klick's an, 50% Chance. Ich glaube, es ist dann wieder einmal. Meinst du? Okay. Kung Bu, mich erwischst du nicht. Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie gelenkig ich bin. Okay, du hast den. Okay, es ist halt hier im Spiegel. Bye bye. Huh? Wow. Ja, ja, so geht's. Da ist eine Tür. Ah, da. Ein weiteres Stockwerk erledigt. Gut, jetzt fehlen jetzt noch drei Juwelen. Meinst du, wollen wir einfach mal rumsuchen oder? Hm. Ja. Oder soll ich Guide anschauen? Wenn dir noch was einfällt, können wir mal schauen. Haben wir hier. Achso, ja, okay, da oben war ja, genau, die Sprinkleranlage, die wir nicht ausmachen konnten. Vielleicht gibt es wieder solche Knöpfe, die wir nicht gesehen haben am Boden. Ich meine, der Sprinkler selber ist aus, aber da ist halt eine Pfütze. Ja gut, wie kriegen wir eine Pfütze? Oh, neue Geister. Okay. Er hat den Kaffee verschüttet. Oh mein Gott, ich kann die Tür einfach öffnen. Geh durch. Okay, das wusste ich nicht, dass du das kannst. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich habe einfach nur so gedrückt. Das hättest du wahrscheinlich auch gekonnt. Aber, also ist natürlich... Also, ja. So kann es gehen, siehst du mal. Wir müssen diesen Doppeldruck mal öfters benutzen. Und wieso zur Hölle haben wir hier ein Kristallsymbol? Hast du den frei gekauft? Nein, den hatten wir schon länger. Oh, das ist wohl der hier. Ja, ist genau der. Okay. Ich kaufe nichts mehr. Ich weiß, wie viel Geld ich brauche für einen maximalen Rang am Ende. Ich kaufe gar nichts mehr. Ja, ich hoffe, wir schaffen es. Anscheinend hat das Spiel nur von C bis A Rang, was ein bisschen lächerlich ist im Vergleich zu dem, was das Original hatte. Also, was er erst da hatte. Sieht es immer als Original an.
Hilfe. Ich kann nichts machen. Kannst du bitte sein ein Dingens da ansaugen? Oder ja. Ja, genau. Ich blende den anderen. Ich wollte ihn blenden, aber anscheinend das Ding dann. Ja, gut, mach ich gut. Ja, ich weiß nicht. Scheinbar mache ich gerade alles allein. Das war's. Ja. Yeah. Von denen ist echt. Okay. Oh, ja. Den da schon geblitzt ist. Okay. Ja, aber schon. Kannst dir nichts vorstellen. Okay. Drehst du das selbstständig? Ja, das tue ich drehen. Irgendwas muss aber da. Aber ich weiß nicht, was man da erkennen soll. Ich meine, das ist ja eine richtig schissene Qualität. Vielleicht versteckte Sachen, die wir noch einblenden müssen damit. Du, das ist schlechte Qualität in grün. Wir können das ja trotzdem mal im Foyer ein bisschen rumleuchten mit dem Ding. Naja, ich würde sagen, wir werden nicht vergessen und weiter geht's im nächsten Part. Bye, ciao. Bye.